Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Ja, in der letzten Folge haben wir hier diese Bierquest in dem Autokino erledigt. Jetzt möchte ich mit euch zusammen hier noch einmal durchgehen, das Ganze einmal leer looten. So, den können wir abbauen, das ist schön, das gibt Eisen. Oder Stahl, glaube ich, ist eher Stahl, genau. Aber nur, wenn man mit der Ausdauer klarkommt. Ne? So, welches ist das Ding? Da noch nicht ein Wasser drin. Danke. Da war ein Buch. Erntewerkzeuge. Hau rein. Stahlwerkzeuge freigeschaltet, Qualität 3. Ich habe eine 6er Stahlschaufel. Ich habe eine 5er Stahlspitzhacke. Alles gut. Nun ja. Der ist auch außer Betrieb, das ist schön. Ja, ist nichts Unbekanntes. Sonst ging das immer von dieser Seite da rein, nachdem man irgendeinen dieser Schlüssel geöffnet hatte. Aber na gut. Sei es drum. So, wollen wir die Fahrzeuge hier mit abbauen? Ich denke schon, oder? Hammer.
Wie sieht es eigentlich mit unseren Fertigkeitspunkten aus? Einen reicht noch nicht. Das langt noch nicht. Ja, ich glaube, das ist nicht wesentlich langsamer, aber wenn ich auf die Ausdauer warten müsste. Zement ist immer gern genommen.
Der bringt auch Stahl und Eisen. Cool. Ach, die Ausdauer. Ja. Naja, immerhin 7 Schläge. Wobei man müsste jetzt hier eigentlich nochmal reingucken. Wir können doch Sammelwerkzeuge. Ja, wir können sogar schon 2er Schlagschrauber bauen. Von daher sollten wir uns auf kurz oder lang von der Schraubenschlüssel verabschieden. Oder gehen wir zuletzt rein? Alter, wir sind ja schon wieder mitten in der Nacht hier. Nicht gut. Ah, die brauchen wir nicht.
auch so ran. Ein Nagel. Ja, vielen Dank. Wollt mir argen, wa? Ohne Kommentar. So, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Einmal Rüstungen, okay. Ja, ich weiß nicht, ob sie das rausgepatcht haben. Aber ich habe noch nicht einmal Säure bekommen. Das Abbauen dieses Schrankes. So. Komischer Screenshot, aber nein. Schätzelein. Der will mich ärgern. Egal, wir machen das hier zu Ende. Komme ich hier eigentlich auch raus, oder? Eher nicht so. Auf zu hecheln. Ja, ein bisschen Platz haben wir noch gefunden. Ist ja der letzte Raum, also von daher. So, wie sieht es mit dir aus? Hast du Bock? Hast du keinen Bock? Absolut kein Bock. Arschloch. Ein 6er Stahlknüppel. Okay.
So, einmal Sturmgewehre. Selbstgebautes Maschinengewehr, Qualität 5. Nice. Nimm doch den Rest mit. Da haben wir nochmal Schrotflinten. Da könnte es mal weitergehen, meiner Meinung nach. Dann haben wir hier zweimal Fallen. Einmal haben wir schon. Nix hier in der Küche. Na gut. Gut, dann würde ich aber sagen, für diese Folge kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid. Bis dahin.